Wie wäre es, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich habe ihn gerade gesehen, Jesus. Da unten in Hilden, er zieht gerade die Straße hoch nach Solingen. Wirklich? Bleibst du sitzen? Oder zack, raus, welche Hauptstraße, wohin muss ich? Und dann kommst du da an und dann ist es wie bei so einem Fußballstadion und man sagt so, wow, da muss ich rein und bupp. Menschenmenge. Ich komme da nicht hin. Was würdest du machen hier in Solingen? Ha, ihr kennt euch aus. Schnell wieder ins Auto, einmal um die Kurve, nochmal um die Kurve. Da hinten auf dem Platz, da stehe ich, da bin ich der Erste. Da muss er ja vorbeikommen, oder? Oder würdest du hier sitzen bleiben? Oder wie in Köln beim Karneval. Wenn ich unten nichts sehe, dann bin ich happy, wenn ich einen Freund habe, der oben eine Wohnung mit Balkon hat, wo er auf den ganzen Zug schauen kann und wo natürlich die Kamelle auch hingeworfen werden. Was würdest du machen, wenn jetzt Jesus hier durch Solingen ziehen würde? Wo würdest du dich positionieren? Würdest du das überhaupt wollen? Ich will mit euch heute mir die Geschichte von Zachäus einmal angucken. Und diese Geschichte von Zachäus, Lukas 19, 1 bis 10, einmal Stück für Stück durchgehen. Und schauen, was hier passiert und was diese Geschichte vielleicht auch mit jedem Einzelnen von uns zu tun hat. Dort heißt es nämlich, Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus. Vielleicht hat Zachäus immer wieder seinen Freunden, den Menschen erklärt, warum er Zöllner geworden ist. Zöllner war ein guter Beruf. Zöllner hatten Ansehen, Zöllner waren mächtig, sie hatten Geld. Aber Zöllner hatten auch ein Problem. Sie machten gemeinsame Sache mit den Römern, mit der Besatzermacht. Sie hatten noch ein Problem. Sie lebten davon, was an Überfluss oder als Überschuss von den Zolleinnahmen, die die Römer verlangten, letztendlich ja, sie mehr genommen haben. Daher konnten sie immer so sagen, ah, von dem nehme ich 10% und die Pappnase gefällt mir nicht, dann nehme ich dann mal 30% mehr. Und du hast mir letztens einen schönen Wein geschenkt, komm durch. Das machte ihn unbeliebt. Aber vielleicht hat er immer wieder auch versucht zu erklären, warum er das geworden ist. Vielleicht hatte Zachäus, und ich will meinen Stab nicht über ihn brechen, immer damit Probleme gehabt, dass er so klein war. Der Kleinste in seiner ganzen Kindheit. Wenn es ums Fußballspielen ging, wurde er als Letztes gewählt, konnte man nicht gebrauchen. Beim Fischefangen war er auch zu klein, ja, da konnte er Netze flicken. Egal wo, er war immer der Kleinste. Also wollte er wenigstens reich und mächtig werden. Dann hatte er eine Position und fühlte sich groß. Vielleicht ist er auch immer wieder gemobbt worden, hatte keine Freunde. Wir wissen nicht, warum Zachäus zu diesem Zöllner geworden ist. Was wir wissen ist, Zachäus hatte Macht. Er war reich und angesehen, zumindest bei den Mächtigen in der Stadt, bei denen, die etwas zu sagen haben. Und hier bin ich bei uns. Wo sind wir so ein Zachäus? Wo sind wir jemanden, der nach Anerkennung sich sehnt? Der selber Sachen aus der Vergangenheit ja aufarbeitet, indem er das ist, was er ist. Wo sind wir Menschen, die vielleicht auch nach Macht und Reichtum streben, nach dieser Anerkennung, etwas darstellen zu wollen, jemand sein zu möchten. Ja, Zachäus, den kenne ich. Zachäus kenne ich nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus meinem Leben, aus meinem Umfeld. Und dann lesen wir in Vers 3,
Zachäus hat versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Das ist was. Da passiert etwas Großes in der Stadt. Der mächtigste König der Juden, der Messias, kommt in die Stadt. Dieser Jesus, von dem man schon so viel gehört hat, so viele Wunder werden von ihm erzählt, dieser große Prediger kommt in diese Stadt. Und der mächtigste Jude, zumindest politisch und vielleicht auch reichste, wird nicht eingeladen. Der ist außen vor. Da hat man eine Spitzenposition inne und dieser Gedanke, irgendwie komme ich doch zu kurz im Leben, macht sich breit. So muss es Zachäus hier gegangen sein. Er wird wieder ausgegrenzt. Und ich frage mich immer wieder auch, wo werde ich ausgegrenzt? Wo grenze ich mich selber aus, wo etwas Großes passiert, wo ich doch hin möchte? Wo fühle ich mich zu klein? Bei den großen Ereignissen in meinem Leben, in der Stadt, in dieser Welt. Also brauche ich doch wieder die Macht, dass ich Kraft meiner Autorität da sein kann. So muss es Zachäus hier gegangen sein. Auf der anderen Seite frage ich mich, wir lesen, also Jesus kommt in die Stadt und dieser Zachäus ist zu klein und er kann über diese Menschenmenge nicht hinwegschauen. Wo sind wir? Wo bin ich, diese Menschenmenge, der andere daran hindert, Jesus zu begegnen? Wo bin ich der, der sich zu groß macht, damit andere klein werden, damit andere nicht an mir vorbeikommen? Wo bin ich der sich zu groß macht, damit andere nicht Jesus Christus begegnen können? Und diese Frage will ich hier mitnehmen. Wo bin ich der manchmal zu klein bin oder auch der sich zu groß macht? Vers 4. Deshalb lief Zachäus voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehend zu sehen. Ich finde Zachäus hier cool. Zachäus geht nämlich an dieser Stelle nicht gefrustet nach Hause und denkt sich, die sind doch alle doof. Ich mache mein eigenes Ding und ich werde noch mehr Macht haben und ich werde denen das nächste Mal, wenn die Stadt mit ihrer Ware kommt, ihn so richtig nochmal heimzahlen. Nein, Zachäus ist lösungsorientiert. Er möchte Jesus Christus begegnen, er möchte diesen Wanderprediger begegnen und er geht nicht nach Hause gefrustet, sondern er rennt vor. Er findet und sucht eine Möglichkeit, einen Weg, um diesem Wanderprediger Jesus Christus zu begegnen. Das begeistert mich an Zachäus. Der gibt nicht auf. Der hat diesen Wunsch, diesen großen Rabbi kennenzulernen und er setzt alles dran, damit es zu dieser Begegnung kommt. Nur einen Blick auf ihn zu werfen. Nur einmal ein paar Worte von ihm mitzunehmen. Und ich frage uns und mich selber immer wieder, auf welchen Baum bist du gestiegen, um Jesus zu begegnen? Auf welche Bäume in unserem Leben müssen wir klettern, damit wir Jesus Christus begegnen können? Oder geben wir einfach nur schnell auf? Nee, hat nicht geklappt, wollen andere nicht, hatte ich keine Zeit für, der Termin passte nicht, oder, und wir gehen gefrustet nach Hause. Ich wünsche, dass wir hier Zachäus sind, dass wir nicht aufgeben, um Jesus zu begegnen, sondern dass wir auf Bäume klettern, auf Mauern steigen, uns durchkämpfen. Und daher ist für mich auch immer wieder diese Frage wichtig, was wollen wir erreichen in unserem Leben mit Jesus Christus? Und was müssen wir dabei aus dem Weg räumen? Was müssen wir abschneiden? Wo müssen wir vorrennen, um an das Ziel zu kommen? Zachäus tut es hier. Vers 5.
Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihm beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Hause sein. Ich stelle mir das so vor. Zachäus sitzt da oben. Jesus geht vorbei und er sagt, ja, ich habe den Blick, ich habe die Worte gehört. Und jetzt bleibt Jesus stehen und guckt so hinauf, weiß um den Namen, der da oben sitzt und sagt, komm schnell herunter. Was für eine Begegnung. Wie muss das Herz von Zachäus sein? Hat er angefangen zu zittern? War er erschrocken? Wir wissen es nicht. Aber es muss ihn tief bewegt haben. Auf der anderen Seite stelle ich mich einfach mal in diese Gruppe, die jetzt die Menschenmenge ist, die mit Jesus dort langläuft und das genau erlebt. An dieser Stelle, wenn ich so diese Menschengruppe dort inne wäre, hätte ich gesagt, ja, perfekt, Jesus, jetzt haben wir ihn. Jetzt ist die Zeit der Abrechnung da. Jetzt wird Jesus ihm mal so richtig die Leviten lesen. Endlich. Wir haben es nicht geschafft, aber du wirst ihm doch jetzt die richtigen Worte sagen, dass er auf dem falschen Weg ist. Aber nein. Wie schnell wäre ich enttäuscht. Jesus stellt Zachäus nicht in aller Öffentlichkeit bloß, sondern möchte ganz privat, ganz persönlich ihn verändern, mit ihm reden. Es bleibt ein Geheimnis, was Jesus und Zachäus miteinander besprechen. Es kommt nicht in die Öffentlichkeit. Es kommt nicht zu diesem Bloßstellen. Jesus geht mit ihm und er möchte mit ihm nach Hause gehen. Allein wieder für Zachäus. Jesus kennt seinen Namen. Hier liegt schon diese Wertschätzung. Wir sind ihm, du bist ihm wertvoll. Selbst wenn du dich nicht wertvoll fühlst, selbst wenn du dich zu klein fühlst, selbst wenn du dich ausgeschlossen fühlst, ausgegrenzt fühlst, er kennt dich. Er ruft dich bei deinem Namen und er möchte dir begegnen. Er kennt dich und er wird dich finden, selbst wenn wir uns vor ihm verstecken. Die Frage, die dann nur bleibt, ist, klettern wir von unserem Baum und gehen mit ihm? Oder lassen wir ihn vorbeiziehen? Er kennt unsere Wünsche auch und ich glaube, Jesus wusste darum, dass er diesen Wunsch, dieser Zachäus hatte, ihn einmal nur zu sehen, dass er diesen Wunsch hatte, ich möchte mein Leben eigentlich verändern. Und so kennt er auch deine Wünsche und möchte mit dir darüber reden. Jesus möchte dein Gast sein, eine Beziehung mit dir aufbauen, eine Lebensgemeinschaft, eine Freundschaft pflegen, die ehrlich und authentisch ist, aber die auch ganz persönlich und intim ist und die erstmal gar nicht in die Öffentlichkeit gehört, vielleicht mit den großen Mahnworten. Vers 6. Zachäus klettert so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Und Vers 7. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte als Gast ein, murrten sie. Also ich hätte auch gemurrt, wäre ich in dieser Volksmenge. Gerade noch gefreut, jetzt kriegt er die Leviten gelesen. Und dann geht er mit dem nach Hause, um zu essen. Das kann doch nicht sein. Hier sind doch unsere großen theologischen Lehrer, hier sind die guten Leute, guck mal, die Witwen und die Waisen, zu denen kannst du ja zu allen gehen, aber doch nicht zu dem, der mit den Römern zusammenarbeitet. So kommt heute Jesus aber auch zu uns. Er möchte zu dir kommen, so wie du bist. In deinem Leben will er so eine Begegnung schaffen, dass wir von unseren Bäumen des Lebens letztendlich heruntersteigen. Dass wir unsere anscheinenden Sicherheiten, die uns im Leben, wie uns aufgebaut haben, verlassen. Dass wir diese Türme, die uns Sicherheit in unserem Leben geben mögen, verlassen, herunterkommen von unserer Arroganz des Lebens, bodenständig werden, um uns auf Jesus Christus einzulassen. Zachäus macht diesen Schritt. Er kommt runter. Er lässt sich auf Jesus ein und wir sehen am Ende, es gibt eine Veränderung.
die ihm viel mehr Sicherheit und Freude bietet als all das, was er sich an Sicherheiten aufgebaut hat. Jesus geht zu Zachäus, lesen wir. Selbst wenn es für alle anderen, die das gerade mitbekommen, ein Grauen war und Jesus vielleicht niemals als Rabbi in das Haus von Zachäus gehen hätte dürfen, es war ihm egal. Es war egal, Jesus, was die Leute sagen zu ihm nun. Egal, wie empört sie waren, egal, was sie dort mitbekommen haben, daraus macht sich Jesus hier gar nichts. Sondern Jesus wollte mit so welchen Leuten wie den Zöllnern Zeit verbringen. Er wollte mit Zachäus Zeit verbringen. Und daher ist es Jesus egal, was andere sagen über dich. Er möchte dir begegnen. Er kennt da kein Ausgrenzen, sondern er möchte sich ganz bewusst mit dir treffen. Er möchte die Begegnung mit einem jeden von uns haben. Wie schön. Egal, was andere zu dir sagen. Egal, was Kirchen sagen oder Pastoren, Jesus möchte zu dir kommen. Und ich frage mich an dieser Stelle wieder, wo können wir Grenzen einreißen? Die Menschen zerreißen, die vor Menschen aufgebaut werden, die aber so menschlich sind, die nicht in der Gnade und Liebe Gottes gegründet sind. Auch wir tun immer wieder gut daran, einzusehen, dass wir in unserem Grunde vielleicht auch nur so ein kleiner Zachäus sind. Ein Mensch, den Armen dieser Welt vielleicht vieles vorenthält. Ein Mensch, der seinen Mitmenschen viel Liebe schuldig bleibt. Ein Mensch, der Gott viel Ehre auch schuldig bleibt. Ja, wenn wir allein auf das alles in unserem Leben schauen, dann können wir nur dankbar sein, dass Jesus Christus sagt, und dennoch will ich in dein Haus, in dein Herz einkehren und mit dir eine Beziehung bauen. Ich hab dich lieb. Und das verändert uns doch, oder? Aus der Liebe heraus, Jesu Christi, kann ich den anderen doch dann meine Hand entgegenstrecken. Aus der Liebe Jesu Christi heraus kann ich doch dann ermöglichen, andere aus ihrer Einsamkeit herauszuholen. Die Verunsicherung in meinem Leben aufzulösen und letztendlich wertschätzend auf meinen Nächsten auch zugehen. Ich glaube, nur so und mit diesem Jesus Christus in seinem Leben zusammen kann ein wirklicher Dialog entstehen. Dadurch wächst eine Gemeinschaft. Dadurch wächst Geschwisterlichkeit, weil ich den anderen in seinem Menschsein, in seinem Christsein ernst nehme, stehen lasse und auch gelten lasse. Ich ihn ermutige, immer wieder auch ihn, dass er sich mit Christus trifft. Selbst sich selber und den anderen dankend anzunehmen, da er ein Kind Gottes ist, zu dem Jesus Christus auch eingekehrt ist. Und dann lesen wir Vers 8. Währenddessen stellte Zachäus sich vor dem Herrn hin und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei den Steuern betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Boah. Jesus trifft sich mit Zachäus und was ist die Folge? Umkehr. Erkenntnis. Ein echtes Treffen mit Jesus hat zur Folge, dass unser Leben verändert wird. Dass wir umkehren von unseren alten Lebensbahnen, von unseren alten Gewohnheiten, die uns doch so schädlich sind, die uns vielleicht selber ärgern, die gegen den Menschen, der mir gegenübersteht, vielleicht auch stehen. Treffen mit Jesus haben zur Folge Veränderung. Wann hast du dich das letzte Mal echt mit Jesus Christus getroffen? Und was ist dabei dir herausgekommen? Jesus verändert und gibt Mut, sein Leben grundlegend zu verändern. Wie gesagt, das macht er nicht öffentlich,
sondern das möchte er ganz privat mit dir besprechen. Aber die Folgen dieser Veränderung, die Christus in dir bewirkt hat, die werden in aller Öffentlichkeit sichtbar. Ich hoffe nicht nur hier bei Zachäus, wo das genau so geschrieben steht, sondern auch bei uns. Dass wenn Jesus uns verändert in irgendwelchen, ja, Sachen, die wir so uns in unserem Leben aufgebaut haben, in irgendwelchen Eigenschaften oder in irgendwelchen, ja, wo ich Menschen ausschließe, wenn ich mich dort verändere, wird es in aller Öffentlichkeit hoffentlich sichtbar, dass meine Handlungen, mein Sein plötzlich anders ist. Veränderung, die Jesus bewirkt, hat einen Einfluss damit auf unser Umfeld. Wo hast du das in deinem Leben erlebt? Oder wo hast du das in deinem Umfeld erlebt? Das Umfeld von Zachäus erlebt genau diese Veränderung, die Christus hier in ihm bewirkt hat. Vers 9 und 10. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Wann darf er das? Bei dir. Gerade zu den Menschen will er kommen, die nicht mit ihrem Leben zurechtkommen. Jesus möchte zu den Menschen kommen, die Sorgen und Probleme haben. Jesus möchte zu den Menschen kommen, die wie Zachäus auf dem Holzweg sind, die sich verirrt haben. Und ich glaube, gerade sie oder ich, wenn ich mich hier wiederfinde, haben Jesus doch so nötig. Was wir in dieser Geschichte sehen, was ich darin sehe, ist, dass Jesus immer wieder aber auch voller Liebe kommt. Die innere Wandlung entsteht nicht durch Vorwürfe, sondern wahrscheinlich durch die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Und hier gibt es ein schönes Bild von einem Franzosen. Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommel nicht die Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem weiten und endlosen Meer. Es ist die Sehnsucht nach einem anderen Leben, die uns verändert, die Christus in uns weckt. Wenn wir Menschen für Gott begeistern wollen, müssen wir ihnen nicht sagen, was sie alles zu tun haben oder was sie nicht zu tun sollten oder wie man Glauben lebt und wie man das alles macht, sondern wir sollten ihnen die Sehnsucht nach Gott, nach Jesus Christus wecken. Die Sehnsucht nach einem sinnvollen und zufriedenen Leben. Und wenn wir diese Sehnsucht für uns heute verloren haben, dann such sie wieder. Versteck dich nicht hinter Riten und Traditionen und irgendwelchen Handlungen, sondern schau, wo diese Sehnsucht bei dir geblieben ist und treff dich mit Jesus. Ich bin davon überzeugt, er wird diese Sehnsucht dir wieder schenken. Nur weil Jesus immer wieder auch uns hoffnungslose Fälle annimmt, nur weil er mich immer wieder als hoffnungslosen Fall auch annimmt, bin ich heute hier. Und das tut gut. Weil er mich als Zachäus annimmt. Nur weil Jesus Sünder immer wieder annimmt, wie dich und mich, und mit ihnen ja den Weg beschreitet, ihnen immer wieder eine zweite und dritte Chance gibt, bin ich heute hier. Es ist sogar weit mehr als nur eine Chance, was uns Jesus Christus anbietet. Er will uns beschenken. Er will uns verändern. Und darum lädt er uns ein, genau wie er Zachäus eingeladen hat. Ich muss heute in dein Haus kommen. Ihn wieder auszuladen, wäre eine tödliche Beleidigung. Wirklich tödlich. Denn in Jesus Christus haben wir Hoffnung. Er ist der einzigste Grund unserer Hoffnung. Jesus lädt sich heute bei dir ein. Welche Tür möchtest du ihm öffnen? Oder welche Türen sind bei uns in unserem Leben für ihn offen?
Die Haustür, davon bin ich überzeugt, bei uns allen, ist längst schon geöffnet. Die Bibel liegt in euren Wohnzimmern oder der ein oder andere biblische Spruch hängt irgendwo im Haus. Beim Mittagessen wird vielleicht gebetet und wir gehen heute natürlich in die Gemeinde hier zu Go Live. Ja, die Haustür steht Jesus bei uns allen heute offen, ganz äußerlich. Aber ist er eingeladen, wirklich unser Gast zu sein? Öffne ich ihm heute meine Herzenstür? Die Tür dieser ganz anderen Räumen, die in meinem Herzen auch noch sind, der Angst, der Sehnsucht, des Zu-Kleinseins und. Ich wünsche mir, dass wir Jesus all diese Türen öffnen und dass wir seine Liebe genau da reinlassen. Das wird uns verändern. Das wird uns Freude bringen. Das wird uns Vergebung bereiten. Das wird Ausdruck nach innen und außen bringen. Sind wir bereit, wie Zachäus, für diese Begegnung? Wenn ich ehrlich bin, muss ich mir immer wieder eingestehen, an meiner Herzenstür muss Jesus immer wieder auch klopfen und manchmal vielleicht auch rütteln, aber das tut er gerne. Und ich will immer wieder, auch heute wieder, Jesus ganz bewusst in mein Herz einlassen. Und nicht nur vorne ins Foyer, sondern genau dahin, wo ich Sorgen und Ängste habe. Wo ich der Schlechte bin, wo ich der Zachäus bin, wo ich Sünder bin, damit er mit mir das aufarbeiten kann. Lass nur Jesus an deiner Herzenstür anklopfen und arbeiten. Er klopft und rüttelt und er möchte mit dir die Geschichte von Zachäus erleben. Lass ihn hinein. Und dafür möchte ich jetzt beten und ich lade dich ein, aufzustehen. Lieber Gott, du bist in unserem Leben. Vielleicht klopfst du auch gerade unsere Herzenstür, rüttelst da dran. Ich möchte, dass wir heute alle hören, Liebe, ich möchte heute in dein Haus kommen, Zeit mit dir verbringen. Und wir von unseren Lebensbäumen hinunterspringen und sagen, ja, Jesus, komm in mein Leben. Rede mit dir und veränder mich. Hab du Dank, dass du das ganz privat machst und nicht in aller Öffentlichkeit. Und dass diese Veränderung Auswirkungen auf uns, unser Leben hat. Lass uns nicht von hier gehen, ohne dir die Tür zu öffnen. Für unsere Sehnsüchte, für das, was uns traurig macht, für die Ängste und für unser Versagen und unsere Sünden. Hab du Dank, dass du uns so begegnen möchtest. Das verändert. Und vergib uns dort, wo wir manchmal vielleicht andere ausgrenzen, weil wir uns zu groß machen, die dir vielleicht da nicht begegnen können. Dann hilf uns, das einzusehen, damit wirklich jeder dir begegnen kann. Und wir damit in unserem Leben, in unserem Alltag hier bei Go Live genauso einen Platz schaffen können. Hab du Dank für deine Berührung jetzt in unserem Herzen. Amen.